Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 17. Folge des Einheitspodcasts. Unser heutiges Thema lautet links, rechts, oben, unten, eine politische Bestandsaufnahme nach der Sommerpause. Mein Name ist Sven Breyer und ich begrüße wie immer meinen lieben Kollegen Aaron Mohrhoff. Hallo Aaron. Yes, hi. Bam, bam, bam. Bisschen Feuer reingebracht hier in den Einheitspodcast. Genau, los geht's wieder. Zwei Wochen war Pause und wir sind wieder da. Links, rechts, oben, unten, ja, der politische Kompass ist ja verloren gegangen für die Politiker selbst, kann man jeden Tag beobachten. Wir versuchen mal wieder ein bisschen Orientierung zu geben und zu fragen, braucht es die Kategorien überhaupt noch? Wie kann man sich überhaupt noch orientieren? Wer hat denn gerade welches Label sich angeheftet? Und nutzen auch die Sommerpause, um mal wieder ein bisschen ja, zurückzublicken. Was ist dieses Jahr schon so passiert? Was tut sich gerade so im Parteienspektrum und generell gesellschaftspolitisch? Und darüber hinaus feiern wir heute Jubiläum. Ein Jahr Einheitspodcast, Sven. Yeah. Hätten wir nicht gedacht, dass das so lange läuft, oder? Anfang September 2022 haben wir gestartet. Damals ja noch unter wie hieß es gleich? Ja, Heißer Herbst. Unter www.heißerherbst.de findet man noch die Folgen bei Podbeam, die alten. Und ja, ich denke, da können wir uns doch mal ein bisschen auch auf die Schultern klopfen. Ja, Nummer 17 jetzt, ne? Ja, ich habe ja mal... Erstens mal, was du gerade gesagt hast, glaube ich, muss ich noch korrigieren, www.heißerherbst.de oder so, das ist, glaube ich, ein bisschen irreführend, ich glaube, da findet man nichts, aber... Oder ganz komische Dinge vielleicht. Ja, oder wer weiß, was man da findet, aber genau, ich glaube, die beste Anlaufstelle ist halt hier Manova oder auch Spotify oder irgendwie YouTube, wie auch immer. Man findet auf jeden Fall, wenn man sucht, auch die ganz frühen Sachen von uns von vor einem Jahr, denn wir starteten ja ursprünglich mal in dem Glauben, dass die Ukraine-Krise, die Inflation und die unheimliche Belastung für die privaten Haushalte und für den Mittelstand dafür sorgen werden, dass die Menschen im Herbst 2022, also vor einem Jahr, auf die Straße gehen werden und dass wir extreme, wirklich ausufernde Massenproteste erleben werden auf den Straßen. Und wir haben den Podcast eigentlich mal so gegründet, um das zu begleiten, um Menschen dazu zu befragen und in die Show zu holen und einfach zu dokumentieren, wie sich diese Monate September, Oktober, November irgendwie abspielen und haben dann tatsächlich gemerkt, es ist überhaupt nichts passiert. Also ich meine, es gibt immer so ein paar sächsische Kleinstädte, die irgendwie jeden Montag ihren Spaziergang machen oder Sven, aber ansonsten bleibt der deutsche Michel gerade noch extrem ruhig. Der Deutsche ist ja auch leidensfähig, aber es ist schon erstaunlich, jetzt sagen natürlich wieder einige, es wird dieses Jahr vielleicht mal zu Protesten kommen. Ich meine, dass die Stimmung gekippt ist, kann man ja schon beobachten. Die Ampel bekommt in so Umfragen bei Landtagswahlen jetzt gerade irgendwie teilweise noch 30%, wenn man alle Parteien zusammennimmt. Das ist schon ein Armutszeugnis, ist ein Armutszeugnis. Ich weiß nicht, ob es das in der Form schon mal gab. Die Regierung mit so wenig Zustimmung. Aber gut, wenn ich dann schaue, dass in Bayern die CSU fleißig gewählt wird, da lange ich mir natürlich auch nur an den Kopf. Ja, also genau, wir hatten ja den Podcast gestartet, weil eben diese ganzen globalen Agenden, ne? Also es war damals, die Inflation war ja noch höher wie jetzt, wobei sie uns ja immer noch erhalten geblieben ist. Und ich glaube, jetzt sind wir bei 6%, aber auch wie man das berechnet, ne, da kann man sich ja drüber streiten. Also es ist schon klar, dass das noch deutlich höher ist als 6% und die Inflation ist nach wie vor da. Corona-Krise war damals ein großes Thema, ist jetzt langsam auch wieder ein großes Thema. Bin mal gespannt, also die ersten Grünpolitiker wie Janosch Dahmen, die empfehlen jetzt schon Masken tragen im Herbst. Ja, noch ist es eine Empfehlung, ich bin mal gespannt, ob es dabei bleibt. Ich habe es gerade hier vor mir, Spiegel-Leitartikel von heute, wir nehmen gerade auf am 6.9., holt die Masken wieder raus. Kein genau. Spaß, der Spiegel-Leitartikel von Veronika Hackenbroch, noch nie gehört, muss man auch nicht kennen. Die Corona-Zahlen steigen wieder. Wer klug ist, trägt Maske, auch ohne staatlichen Zwang. Ist ja auch interessant, dass es den staatlichen Zwang angeblich jetzt doch gab, aber... gut, ich lese sowas, ich bin völlig fassungslos, ich teile sowas dann auch, dass ich Leute schon mal sage, hey, das wird tatsächlich wieder vorbereitet, es gibt die Irren noch, sie sind immer noch unter uns, sie arbeiten immer noch in großen Verlagen, Pressehäusern, aber Vollpsychose für mich, tut mir leid, die Diagnose stellen zu müssen.
Definitiv. Aber wie gesagt, da bin ich wirklich gespannt, wie das laufen wird, ob die Leute das nochmal mitmachen würden. Da will ich jetzt auch gar keine Prognose abgeben. Ukraine-Krieg läuft nach wie vor. Der kann vielleicht dieses Jahr noch zu Ende gehen, der kann aber auch noch 10 Jahre gehen. Das Ja, absolut. ist auch schwer vorauszusehen. Was war noch im letzten Jahr, warum wir gestartet haben? Flüchtlingskrise hat sich, glaube ich, noch mehr zugespitzt, kann man so sagen, Es oder? sind auch, es ist so unglaublich eigentlich, ne? Es ist so eine absurde Zeit, dass die Dinge, also es hat sich verschlimmert, wie du sagst, aber so der reale Impact, weil so viel gleichzeitig passiert, wir reden ja auch immer von multiplen Krisen und dieser unfassbaren, bewussten Verwirrung auch, dieser Demoralisierung, diesem täglichen fassungslos in die Tageszeitung schauen, wer es überhaupt noch macht, oder halt ins Internet schauen, dass man dann. Weißt du, wenn so viel gleichzeitig im Argen liegt, nimmt man das Einzelne für sich gewichtet gar nicht mehr so streng wahr. Das ist schon auch verrückt. Also, wenn man denkt, 2015 gab es nur ein Thema, Flüchtlinge, und das ist eigentlich krasser geworden. Und das geht heute aber unter. Ja, definitiv. Und was wir, glaube ich, noch hatten, ist die sogenannte Gender-Krise. Ist jetzt auch nicht unbedingt, sage ich mal, entspannter geworden als vor einem Jahr, sondern eher ein bisschen militanter, habe ich den Eindruck. Also die Regenbogenfahnen, beziehungsweise auch Haben diese, die Staatsflaggen ersetzt, ja, genau, stimmt. oder auch diese Pride-Fahnen, ne, die sind ja noch ein bisschen krasser. In Berlin sind die ja nach wie vor an jedem öffentlichen Gebäude zu sehen. Genau, deswegen haben wir gestartet vor einem Jahr und ich muss mich noch mal korrigieren, wer die alten Folgen sich noch mal reinziehen will: www.heißerherbst.podbean.com. Und die allererste Folge, da ging es tatsächlich darum, wie viel DDR steckt in der heutigen BRD. Das ist natürlich auch eine gute Frage, die man sich heute stellen kann. Und da wäre ich gleich bei unserer ersten Partei, die wir uns mal anschauen wollen, weil wir so eine politische Bestandsaufnahme machen wollen. Und das wäre die Linke und auch ziemlich neue Nachricht, die vor uns reingekommen ist. Gregor Gysi gibt sein Amt als außenpolitischer Sprecher ab. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Und ja. Was denkst du von Gysi? Verlässt er noch rechtzeitig das sinkende Schiff oder meinst du, er hätte es eh gemacht? Oder wie gesagt, für mich war er immer so der linken Politiker überhaupt. Und wenn der jetzt noch weg ist, ne, nach Wagenknecht, Bartsch, dann ist es, glaube ich, wirklich bald vorbei. Ja, also man hat auf jeden Fall also grundsätzlich, fangen wir mal so an. Gysi war, glaube ich, auch für zumindest meine Generation, und wir sind ja doch ähnlichen Alters auch, immer so ein kleiner Held, so ein kleiner Anti, so ein, ja, früher konnte man das Wort Querdenker ja noch neutral benutzen, also jemand, der auch mal die Meinung gesagt hat, der sich immer sehr US-kritisch auch geäußert hat. In seinem ganzen Auftreten finde ich einfach so wirklich das Format eines Politikers hatte. Sehr klug, sehr gewitzt, einer der besten Rhetoriker unseres Landes. Und natürlich hat man sich schon seit Jahren gefragt, warum ist Gysi so still? Wenn er was gesagt hat, war es schon immer in Ordnung, aber er hat ja so ein bisschen meiner Meinung nach auf diese Methode gesetzt. Alles ist so seltsam geworden in dieser Partei. Ich ziehe mich einfach so ein bisschen zurück. Und man hatte ja eh so ein bisschen das Gefühl, er ist in der falschen Partei, wie so viele gute Linke, die noch in der Linken sind, wo man sich so denkt, warum geht ihr nicht den letzten Schritt und tretet wenigstens in Würde aus irgendwie. Es ist ja jetzt kein Austritt, er hat das Amt als außenpolitischer Sprecher abgegeben, fällt jetzt natürlich auch zusammen, parallel mit dieser seit Monaten im Raum stehenden Parteigründung von Sahra Wagenknecht, die auf jeden Fall kommt, gehe ich mal davon aus, das pfeifen ja schon die Spatzen von den Dächern, aber ja, denkst du auch, das steht im Zusammenhang? Ist er da vielleicht sogar, wird er da gehandelt? Wie ist denn das Verhältnis Gysi-Wagenknecht? Also es war auf jeden Fall mal besser, würde ich sagen. Ich glaube, da ist auch ziemliche Funkstille. Und ja, was die neue Partei angeht, ich habe die Woche einen Bundestagsabgeordneten getroffen und ich sag mal jetzt nicht welchen. Und ich glaube, im Oktober geht es dann wirklich los. Ne? Da spricht auch dafür, dass am 4. September, also am Montag, sollte ja die neue Fraktionsspitze für den Bundestag gewählt werden, weil ja Mohammed
Ali und Dietmar Bartsch nicht mehr antreten. Und es hat sich einfach keiner gefunden, der das machen möchte. Und man hat das einfach verschoben. Und ja, ich glaube, also im Oktober kommt die Wagenknecht-Partei definitiv. Mal sehen, Heißt wie sie sie. so? Kannst du da Nee. schon mal was leaken? Kannst du nicht irgendwas dem Hörer hier jetzt mal hinwerfen irgendwie? Ja, vielleicht irgendwas mit Volkspartei, vielleicht was mit neuer Volkspartei, fände ich irgendwie ganz cool. Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht das Wort links drin und es ist nicht das Wort Sozialismus drin. Und Wagenknecht auch nicht. Nee, nee. Und finde ich auch gut, weil wie ja unser Titel auch so ein bisschen heute sagt, diese Benennungen, die treffen einfach nicht mehr so richtig zu, ne? Wobei es aus meiner Sicht natürlich schon noch eine Arbeiterklasse gibt, aber das heute alles ein bisschen vielschichtiger geworden ist, ne? Und oft gibt es ja heute eher Parteien, die sich als links halten, die eine rechte Politik machen, wenn man das nach der klassischen Politikanalyse so sehen will, und eher rechte Parteien, die teilweise zumindest in der Außenpolitik ja, eine linke Politik machen. Ja, du weißt, wie ich meine, wir gehen direkt Ja. zur AfD Ganz kurz noch, und nee, finde ja. ich wirklich sehr klug auch den Gedanken, dass man eben in dieser Zeit, wo sich diese Kategorien überholt haben, zum Teil wirklich sagt, lass uns Sozialismus, was soll das überhaupt noch sein im Jahr 2023, sind wir mal ehrlich, irgendwie und nichts Revolutionäres und irgendwie berufen auf die Arbeit, weil das ist halt, ja, es gibt Menschen, die arbeiten, ist klar, es gibt Menschen, die im Prekariat arbeiten und für Mindestlohn und so weiter, aber diese Zeit aus, es gibt irgendwie eine Oberschicht und eine Arbeiterklasse und sowas, das hinkt mittlerweile halt ein bisschen, kann man sich zumindest, glaube ich, drauf einigen. Und ich würde auch sagen, die neue Volkspartei klingt zwar auch irgendwie so ein bisschen archaisch, aber finde ich auch ganz geil, ja. Kluge Gedanken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich ein kleiner Wiki-Leak hier war von Sven, aber auf jeden Fall guter Name. Okay. Ich weiß das auch nicht. Ja, schauen wir einfach mal. Genau, ja, ansonsten war ja heute große Generaldebatte im Bundestag. Da haben natürlich alle oder sind alle auf Herrn Scholz und die Bundesregierung eingedroschen. Natürlich auch zu Recht, wobei das ja mittlerweile auch schon so eine Art Gratismut ist, wenn man irgendwie Scholz und Habeck kritisiert. Aber muss natürlich gemacht werden, ne? Auch die AfD war da ganz vorne mit dabei. Und ja, Ist ist natürlich dann auch die, ja. schon symbolisch, dieses Piratenauge von Scholz jetzt. Meine erste Assoziation war der Einäugige unter den Blinden. Und ich fand, das war mal wieder, ja, die besten Geschichten schreiben sich irgendwie selbst. Ja, gut. Ja, der Chrupalla hat ja irgendein, ich habe es jetzt nicht ganz konkret zur Hand, also er meinte sinngemäß zu Scholz, also wenn Sie wieder beide Augen öffnen können, dann schauen Sie halt mal auf unsere Wirtschaft, auf die Wirtschaftspolitik und sinngemäß, wie dieses Land hier ökonomisch bergab gebracht wird, so. Und weil Scholz hat ja schwadroniert ja davon, neues Wirtschaftswunder kommt, ja, dabei ist Deutschland ja das einzige, ich glaube, G7-Land mit einer Rezession, in der Ja, sind wir ja. unfassbar. Und Ja. Scholz halt Wirtschaftswunder und nee, ist doch super, wenn die Unternehmen ins Ausland gehen. Was, also da fragt man sich schon manchmal, ob da noch die Realität Einzug hält. Ne? Scholz war ja auch derjenige, der nicht wusste, was ein Stück Butter kostet. Vor ein paar Jahren wurde das ja mal gefragt und er Ja, hatte hat er nicht noch kein. ganz dreist gesagt, so, er geht selbst nicht einkaufen, die Zeiten sind vorbei, so, weißt du? Ja. Ich Genau, finde. und ja, gut, ich weiß nicht, als Bundeskanzler, das nervt vielleicht auch, wenn du da ständig irgendwie dann beschimpft wirst, wenn du bei Rewe einkaufen gehst oder so, dann lässt du das lieber andere Leute machen. Nee, keine Ahnung, aber das zeigt ja, wie weit weg diese politische Elite eben von den normalen Leuten ist, so, ne? Das hatten wir ja auch letztes Jahr, ich vergleiche das immer ganz gut, letztes Jahr in unserer letzten Folge mit Patrick Barb, wo er eben meinte, auch die Journalisten, die müssen halt auf die einfachen Leute
jen und die interviewen. Und das sollten Politiker auch machen. Die sollten sich mehr mit der Normalbevölkerung auseinandersetzen und nicht nur in Berlin abhängen, in Friedrichshain und Kreuzberg oder vor allem im Prenzlauer Berg, weil das eben mit großen Teilen vom Rest von Deutschland nichts zu tun hat. Ne? Es gibt ja dann immer mal wieder Momente, wo die doch irgendwie, wo Baerbock dann in, weiß ich nicht, Dresden empfangen wird oder sowas. Es muss gar nicht eine ostdeutsche Stadt sein. Das passiert überall. Und wo sie dann so, ich will jetzt nicht sagen, mit Eiern beworfen werden, aber wo es so richtige Sprechchöre gibt gegen sie und so Buhrufe. Und ich glaube, dann denken so Politiker immer einfach so eine Ricarda Lang oder so eine Emilia Fester, die denkt dann so, ah, hier ist wieder alles voller Nazis. Hier wieder so eine Neonazi-Stadt, wo ich hier wieder gelandet bin. Statt halt so zu denken, okay, das ist wirklich das ist jetzt mal wieder nicht irgendwie diese Scheinrealität, mein Twitter-Profil oder sowas, wo ich nur Bestätigung bekomme und Likes, sondern das ist hier wirklich real. Ich bin hier in einer deutschen Stadt und mir kommt hier Hass entgegen zum Teil. Oder zumindest, ja, extremer Widerspruch, Missgunst, so. Ja. Ich denke tatsächlich, dass die das dann abspeichern und so rationalisieren als, ja gut, mal wieder ein paar Vollgestörte. Ja, interessant. Du warst bei, wo waren wir jetzt, bei der AfD? Generaldebatte? Genau. Im Prinzip waren wir jetzt auch schon wieder bei den Grünen. Also was ich mich halt immer frage, weil du meintest bei Twitter nur Bestätigung, also die Politiker, die du gerade genannt hattest, so finde ich gar nicht. Ne? Also gerade die Grünen oder so, die bekommen ja, oder auch SPD-Politiker, teilweise gibt es ja bei Twitter, haben die 95% negative Reaktionen. Und ich frage mich da eben auch, Leute, macht das gar nichts mit euch? So nach dem Motto, also alles, was ich bringe, kommt gar offenbar gar nicht gut an. Offenbar nicht bei Twitter und offenbar auch nicht in der Realität so. Da würde ich mir ja schon die Frage stellen, ob ich vielleicht ein bisschen auf dem falschen Pfad unterwegs bin und vielleicht mal was ändern müsste. Aber das Komische ist ja, dass das bei den Leuten offenbar überhaupt nicht verfängt, ja? Das finde ich, so krass. Ich finde es auch krass, ja, dass die Tagesschau zum Beispiel, wenn die was postet mittlerweile, irgendwie sowas in der Überschrift wie Habeck Doppelpunkt haben bisher sehr gute Arbeit geleistet. So, ey, da sind die Kommentare immer deutlich mehr als die Likes. Also der Post hat dann 200 Likes und so 700 Kommentare nach ein paar Minuten oder nach einer halben Stunde, weil die Leute halt da drunter schreiben, ey, ihr kriegt gar nichts mehr mit, so. Diese mediale und Politikerkaste ist da wirklich, und das Ding ist, auf der Webseite der Tagesschau werden die Kommentare ja schon lange, 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 lange entweder komisch gewertet, gelistet, zensiert, gar nicht angezeigt oder kommentieren ist nicht möglich. So, da finden sie ja ihre Wege. Jetzt mit Twitter und mit Musk ist es halt so, es kann halt tatsächlich immer noch jeder reagieren. Die Medien kriegen ihr Feedback, die Politiker kriegen ihr Feedback. Also ja, definitiv, ich stimme dir auch zu, der Widerspruch ist extrem groß. Aber da hatte Marc Friedrich doch auch letztens oder irgendjemand aus der Liga aufgedeckt, dass Ricarda Lang zum Beispiel so ganz viele Likes und Bot-Kommentare hatte. Also alles so Leute ohne Profilbild mit so zwei Followern, die dann immer so, super Ricarda, du bist die Beste. Außerdem gib uns wieder Gesundheits- und Ernährungstipps, so ungefähr. Ja, aber wie gesagt, in die Kategorie fällt ja auch, weil du das Thema Tagesschau angesprochen hast, die habe ich mir am Sonntag reingezogen. Und, oder was ZDF heute Journal, da war Katharina Schulze, das ist ja die Spitzenkandidatin von den Grünen in Bayern. Und da wurde sie zu dieser Aiwanger-Geschichte befragt. Mhm. Wir machen ja heute ein paar Vorausritte durch sämtliche Parteien. Und ich war mal so im Urlaub und habe mich da mal so komplett ausgeklinkt, aber die Aiwanger-Nummer habe ich eben auch mitbekommen. Und ich dachte mir so, also ich habe dieses Flugblatt mir irgendwann dann auch mal durchgelesen, das sollte man ja immer machen, man sollte sich ja schon die Quellen anschauen. Natürlich ziemlich, ziemlich bescheuert, ziemlich lächerlich, aber wie gesagt, er war da 16 Jahre alt. Ich meine, mein Gott, da macht man viel Blödsinn. Absolut. Und natürlich frage ich mich wieder, wow, das kommt einen Monat vor den Wahlen in Bayern, ja. kommt diese Nummer hoch. Und da brauche ich mich gar nicht mit den Inhalten zu beschäftigen, sondern habe halt geguckt, wer pusht das jetzt wieder? Natürlich die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel waren da ganz groß mit dabei.
Und ich dachte mir, ey Leute, das ist so lächerlich, das ist so offensichtlich so. Und was da hier gerade passiert so. Und da wurde natürlich Katharina Schulze schön eine ganze Zeit lang befragt, was sie denn dazu findet. Und sie meint natürlich, das ist natürlich, das geht gar nicht. Und Söder hätte Aiwanger sofort entlassen müssen, weil natürlich die Grünen hoffen, mit Söder zusammen und die Regierung zu bilden, die neue. Ne? Und Klar. ich meine, wir kennen ja Söder. Söder ist ja der opportunistischste Politiker Deutschlands. Und dem ist es, glaube ich, ziemlich egal, ob er jetzt mit den Freien Wählern oder den Grünen regieren würde. Und aber so diese ganze Reaktion von dieser Frau, die ja vor wenigen Wochen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, ich glaube, wir haben da auch drüber geredet hier, wurde die ja massiv in so einem bayerischen Bierzelt ausgepfiffen, ja, und hat dann sowas erzählt wie, ja, wir müssen hier die Demokratie verteidigen und so weiter. Und dann dachte ich mir wieder so, dieses Interview, diese Frau, wenn du dir die anschaust, in den Auftritten, das ist kompletter Wahnsinn. Das ist wirklich, also das ist wirklich totalitär, was die abziehen. Ne? Und Milena Preradovic nennt das ja die Demokratie verteidigen mit totalitären Mitteln, hat sie gesagt. Das finde ich ganz gut und das machen die Grünen ja wie keine andere Parteien. Also das läuft bei denen weiterhin. Und was ich besonders witzig finde, ist, oder was heißt witzig, das war einfach zu erwarten, die Freien Wähler stehen jetzt nicht mehr bei 12%, sondern ich glaube bei 15% in Bayern. Also es hat ihn auf jeden Fall genutzt, während eben gerade Grüne und SPD Einbußen hinnehmen mussten. So. Ja, tendenziell glaube ich auch. Also die Sympathie für Aiwanger, glaube ich, war sowohl in Bayern als auch bundesweit durchaus da. Ich weiß nicht, ob bei der Mehrheit der Bevölkerung oder so, aber ich kenne jetzt auch niemanden. Gut, mein Freundes- und Bekanntenkreis ist auch wirklich nicht der Querschnitt der Bevölkerung. Aber alle, so wie wir jetzt auch gerade, wir haben über das Thema Aiwanger jetzt im Vorfeld nicht gesprochen und wir sind uns beide einig, vollkommen lächerlich, abgekartetes Spiel, extrem durchschaubar. Und auch erschreckend, weil ich meine, diese Kontaktschuld gibt es ja schon immer in Deutschland, gab es auch schon vor Corona. Wenn du mit dem und dem geredet hast, dann wirst du so und so assoziiert und so. Aber was wir jetzt ja auch erleben, also das geht ja, ist ja durchaus ein kulturelles Phänomen, was es jetzt irgendwie durch Aiwanger erst so richtig gibt, fand ich. So dieses mit 16, ernsthaft? Also ich meine, was ist das denn? Es ist ja keine Kontaktschuld mehr, das ist sozusagen. Herauskramen aus der Vergangenheit gab es auch schon immer, aber da ist man fast noch im Kindesalter. Also, war er nicht sogar noch jünger? Ich meine, ey, ganz ehrlich, ich sage jetzt einfach mal frank und frei: Mit 16 kannst du jede Einstellung haben, die du willst. Du kannst jedes Buch lesen, du kannst irgendwie Scheiße bauen. Und wenn du einen Hitlergruß gemacht hast und dich dabei jemand fotografiert hat, bei einer Party, bei einer Grillparty von deinem Kumpel, ey Mann, du bist fucking jung, so. Du bist jugendlich, du probierst dich aus, so. Worüber reden wir eigentlich? Wie unfassbar lächerlich. Das sind halt Tendenzen, die einen ja zum Sorgen, also zum Denken bringen, weil man halt auch überlegt, man kann ja mittlerweile mit Social Media bei manchen Leuten 15, 20 Jahre zurückgehen bereits, ne? So lange gibt es ja die sozialen Netzwerke. Also nur mal so als Gedanke. Definitiv. Und ich meine, es geht ja nicht nur um die Sachen, die man bei Twitter postet, wo man weiß, das kann jeder lesen, sondern auch, was weiß ich, Telegram-Chats etc., wo Geheimdienste kein Problem haben, darauf zuzugreifen, ja, und das im Zweifelsfall auch den richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Medien zuspielen können, ja. Und ich meine, man kann sich schon die Frage stellen, warum kommt das eben, wie gesagt, 4 Wochen vor dieser Bayernwahl, hoch, 30 Jahre, nachdem das passiert ist. Und sein Bruder hat das ja verfasst, also er hatte dieses Flugblatt ja nur irgendwie im Schulranzen drin, was es ja noch lächerlicher macht. Also sowas bescheuert ist, das ist wirklich unglaublich. Und eben dann diese moralische Entrüstung von dieser Katharina Schulze, unfassbar, wirklich. Also ja, aber ansonsten, Causa Aiwanger muss man auch knallhart sagen, das war ja lange derjenige, der bei der Corona-Krise der sogenannten auch Ja. lange gegen die Impfpflicht war und dann Ja. doch einfach mal eingeknickt ist, so, ja. Das Selbst sollte auch man. lange selbst lange ungeimpft, da ist er mal vorgeführt worden von Söder wie so ein kleiner Schuljunge, so, ja, Hubert, willst du jetzt nicht hier auch mal was dazu sagen, warum du immer noch zögerst? Also, das musst du jetzt selber mal hier erklären, was das Problem dabei ist. Kennst du den Ausschnitt? War echt legendär und erschreckend. Ja. Pressekonferenz damals, ja. Ja, und er hat es ja dann mitgemacht, auch Aiwanger. Ne? Also ich meine, es ist schon, glaube ich, noch einer der cooleren Politikertypen oder cool passt bei ihm nicht so.
aber wo ein bisschen Überzeugung noch dahinter ist, so. Und im Vergleich jetzt zu anderen, eben von den Grünen oder so, aber ja, wie man so einknicken kann, ne? Und auch mit Söder zusammen. Wobei ich frage mich sowieso, kannst du mir den Unterschied zwischen der CSU und den Freien Wählern erklären? Nee. Nee. Spontan wäre meine Antwort absolut nein, keine Ja. Ahnung. Ich meine, der Aiwanger sieht ja aus wie einer von der CSU, oder? Und der spricht auch so. Also, Definitiv. Ja. ja, gute Frage eigentlich. Ist auch wirklich, also Bayern, ey, also, weißt du, das ist wie so oft so, die Menschen vor Ort sind echt super cool und bodenständig und sowas, aber auf was für Werte die CSU nach 3 Jahren Corona-Schwindel und dieser ganzen Drangsalierung und diesem Söder, der ja wirklich auch einer der schlimmsten Spalter und Hetzer war und hier gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in diesem Maße, wie es betrieben wurde, auch durchaus mitgemacht hat. Also, dass die nicht da noch härter abgestraft werden. Ich kann das nicht verstehen. Aber das bringt uns zu einem wichtigen Thema. Wie aussagekräftig sind Umfragen überhaupt? Welche Bedeutung haben Wahlen überhaupt? Und was ja immer mit Absicht nicht berücksichtigt wird, sind ja die Nichtwähler. Weil ich bin auch davon überzeugt, diese Parteien haben überhaupt nur noch diesen Zuspruch, weil ja diese ungeheure Masse von teilweise 30, 35, 40% der Nichtwähler einfach nie abgebildet ist. Und das würde ja in den letzten Landtags- und Bundestagswahlen immer die größte Wählergruppe stellen. Das muss man sich mal reinziehen. Und wer jetzt sagt, ja, aber wer nicht wählt, der darf dann halt sich auch nicht beschweren. Nein, Bullshit, natürlich nicht. Natürlich, wenn irgendwann 70% nicht mehr wählen, dann ist natürlich das ganze System irgendwann nicht mehr legitimiert. Völlig offensichtlich für mich. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also wenn dann nur noch 30% wählen gehen und die wählen dann eben alle die Grünen, dann ist das richtig doof, würde ich mal sagen. Aber es ist natürlich die Frage, weil wir haben ja hier diese politische Bestandsaufnahme und gucken uns ein bisschen die Parteien an. Natürlich, da sind wir uns, glaube ich, auch relativ einig, sind natürlich diese ganzen Parteien, die wir jetzt genannt haben, haben mehr oder weniger alle die gleichen Ansichten, ne? Es fällt wahrscheinlich dann die Neue Wagenknecht-Partei ein bisschen raus, die AfD fällt auch raus, wobei man ja schon auch sieht, dass die AfD zum Beispiel beim Thema NATO immer mehr auf Kurs gebracht wird. Ja. Ich find auch die Berichterstattung nicht mehr ganz so kritisch, wie vielleicht noch vor ein paar Monaten. Und ja, aber alle anderen Parteien, gerade die drei Regierungsparteien plus CDU, die haben ja bei diesen ganzen Agenden, die wir am Anfang, diese globalen Agenden, die wir am Anfang aufgezählt haben und warum wir auch den Podcast quasi gegründet haben, da haben die alle die gleiche Meinung, ja, ob das eben Corona, Migration, Gender ist so. Und früher war das halt anders so. Da war eine CSU stockkonservativ, ja, unter Franz Josef Strauß. Da war eine Linke richtig links, richtig von mir aus auch kommunistisch, sozialistisch. Da war eine FDP noch richtig liberal, ja. Diese Zeiten vermisse ich noch. Voll. So eine schöne liberale Partei gibt es nicht in Deutschland. Ich meine, Liberalismus war in Deutschland nie besonders gefragt. Ja, das merkt man auch wirklich bis heute. Es ist Stimmt, immer stimmt. sehr, sehr rechts oder sehr links, wenn man vielleicht doch mal diese Ja, die Wörter Pole benutzen gehen wollte. wirklich in Deutschland zwischen konservativ und sozialdemokratisch, aber so liberal ist im Spektrum nicht sehr Ja. groß vertreten. Stimmt. Im Gegensatz halt zu den USA oder Großbritannien, ne? Wobei es da auch wieder andere Probleme gibt in den politischen Spektren da. Aber das ist wirklich schade, dass der Liberalismus eben hier immer so ein Nischendasein gefristet hat. Und deswegen hatten wir auch zwei Diktaturen hier. Das war auf jeden Fall auch, oder mindestens zwei. Das war auf jeden Fall auch ein Grund dafür. Weil eben zu wenig Leute sich ja zur Freiheit bekennen wollen oder denen das einfach wichtig ist. So, ja, ich habe immer so den Eindruck, viele Leute wissen überhaupt nicht, was Freiheit ist. So, sie haben nie welche erfahren, weil sie ihr ganzes Leben in diesen Staat von der Wiege bis zur Bahre quasi eingebunden sind. Ja, das geht ja beim Schulsystem los und hört quasi im Altenheim auf sozusagen. Ja, Wobei, also damit machst du jetzt natürlich einen Riesenfass auf. ja. Ich fühle mich auch nicht kompetent genug, da jetzt komplett drauf einzugehen, mit diesen Themen, zum Beispiel Liberalismus jetzt zu jonglieren. Aber was ja doch auffällt, wir leben ja gleichzeitig in einem
Ultra-Turbo-Liberalismus, wenn man diese ganzen sozialpolitischen Gesetzgebungen ansieht. Also diese ganze Queer, Transgender, LGBTQ-Bewegungen oder dieser Hype, diese aufgeblasene Empörung darum, das ist ja ein Kerngedanke von Liberalismus, aber aus meiner Sicht halt dieser verzerrte, dieser falsch verstandene Liberalismus, weil eigentlich geht es darum, Freiheitsrechte, der Staat sollte dir eigentlich nur deine Sicherheit gewährleisten, ein paar Aufgaben übernehmen und dich am Ende des Tages aber eigentlich in Ruhe lassen, vor allem auch was die Besteuerung angeht und sowas. Das sind für mich eigentlich Kerngedanken des Liberalismus. Und das wird jetzt so angewandt auf, ja, liberal heißt frei sein und dann darf ich mich entfalten und dann da müssen alle tolerant sein, egal wie ich aussehe und dann darf ich alles für mich beanspruchen und ihr müsst es akzeptieren. Also da wird aus einem ganz einfachen Pochen auf Grundrechte, Verfassung ist ein Abwehrrecht gegen den Staat, wird daraus diese Diktatur der Minderheit aus meiner Sicht. Ja, so eine Art totalitärer Liberalismus halt. Also der sich, das, was ja ein widersprüchlicher Begriff ist, so, aber Genau. er schwenkt dann einfach um und hat dann aus meiner Sicht aber nichts mehr mit der eigentlichen Bedeutung zu tun, weil Liberalismus ist ja ganz einfach zu erklären, ne? Also meine Freiheit hört Ja. da auf, wo deine anfängt, ne? Das ist natürlich immer die Frage, wo ist da die Grenze? Aber das ist dann relativ klar. Und wenn Leute mich, sage ich mal, zum Gendern zwingen wollen, ja, dann hat das mit Liberalismus und Freiheit überhaupt nichts mehr zu tun. So, das ist also relativ simpel. Auf Okay, jeden Fall. FDP. Das war ja auch Ja. während der Corona-Zeit immer so, hat ja immer so für Empörung gesorgt, wenn man irgendwie gesagt hat, das ist Totalitarismus, das sind totalitäre Umstände, weil dann immer kam, Aaron, du glaubst doch nicht wirklich, dass wir in einem totalitären System leben oder so. Und ich dachte dann immer, ja, dieser Totalitarismus oder diese Diktatur oder wie auch immer, die ist natürlich smart. Sie verkauft dir natürlich diese ganzen wunderschönen Begriffe wie Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Natürlich, weil wir alle extrem über Etikette funktionieren. Über Hauptsache, dass der Begriff stimmt. So, damit wo wir großgezogen wurden. Dieses ganze Ideal von Meinungsfreiheit und so weiter ist natürlich sprachlich, findet es die ganze Zeit statt. Aber nicht in der Realität. Also das ist schon sehr gut. Ich sag mal, die Marketingabteilung ist schon sehr aktiv in unserem System und sehr gut. Ja, definitiv. Ja. Zur Nee, aber ich, AfD. Ja, ja. sorry, sag du gerne. nee, wir waren ja, wie gesagt, Liberalismus, FDP sind wir draufgekommen. Und ich frage mich immer, was jemand wie Guido Westerwelle, ich weiß nicht, wann er gestorben ist, in den 10er Jahren, ne? Ist schon, glaube ich, doch eine Weile her. Also er war Und Außenminister so 2011 rum, da war der Libyen-Krieg, den hat er damals nämlich abgelehnt, ja. Ich guck mal Genau, kurz. und das war ja so eine Figur, der wurde ja von vielen auch belächelt, ehrlich gesagt, von mir teilweise auch, einfach weil er ein bisschen ein schrilles Auftreten hatte und manchmal auch ein bisschen arrogant rüberkam. Aber er hat ja ein paar gute Reden gehalten und ich frage mich wirklich, was der von der heutigen FDP und eben diesen Liberalismusbegriff halten würde, weil er eben auch für eine gewisse, bisschen für das Unternehmertum und auch den Mittelstand in Deutschland gestanden hat. Ja, und der Mittelstand wird hier seit mindestens 3,5 Jahren komplett rasiert in diesem Land und zugunsten eben von riesengroßen Konzernen. Und ich glaube, in Westerwelle hatte das noch ein bisschen mehr auf dem Schirm, was hier der wirtschaftliche Rückhalt dieses Landes ist. So. Und hat eben auch, den Satz vielleicht noch zu Ende, hat eben auch beim Thema Wirtschaft auch einen gewissen Liberalismus walten lassen. Ja, man kann es vielleicht auch negativ als Neoliberalismus bezeichnen, aber das, was unter Westerwelle in 2010er Jahren lief, das wäre mir noch auf jeden Fall viel lieber als das, was heute abgeht. So, das kann man überhaupt nicht mehr greifen, aber es ist irgendein Staatskooperatismus oder ein Staatskapitalismus schon so fast bisschen wie in China, aber taugt mir überhaupt gar nicht so. Auf jeden Fall interessant, dass du Westerwelle hier aufbringst, weil ich hatte es letztens auch erst wieder von ihm. Ich würde sogar, vielleicht werde ich dafür jetzt gescholten irgendwie in den Kommentaren oder wie auch immer beim Hörer. Ich würde sogar sagen, Westerwelle war einer der größeren Politiker der letzten 25 Jahre, den wir in Deutschland hatten. Also man kann natürlich auch drüber streiten, ja, die FDP hatte auch ihre Klüngel und da gab es Korruption und so weiter und da wird Westerwelle auch zum Teil persönlich sich bereichert haben oder davon gewusst haben, dass das in seiner Partei gang und gäbe ist. Ja, die FDP wurde ja lange Zeit als die Mövenpick-Partei und Hotelpartei bezeichnet und so weiter. Das muss man auch dazu sagen. Aber was du meintest, dieser
Grundgedanke, Liberalismus, wenn man sich auch heute im Rückblick nochmal die Westerwelle reden anhört, ne, hat man das Gefühl, außer er wäre ein extremer Opportunist gewesen, was ich aber nicht glaube, dass er mit der FDP heute, wie sie dasteht, heute gebrochen hätte. Ja, würde ich so klar sagen. Was ich aber sehe bei der FDP, und da sind wir auch wieder ein bisschen im Hier und Jetzt, bei Markus Lanz war der aktuelle FDP-Vorsitzende. Und kannst ruhig Fuzzi sagen. Ach so, ja, kannst du auch, die muss man auch nicht kennen. Der heißt, Christian Dürr heißt der gute Mann. Ach, ist Lindner nicht Vorsitzender? Er ist Fraktionschef. Dürr ist Fraktionschef und Lindner ist Parteivorsitzender. Ja. Ist ja auch manchmal ein bisschen kompliziert alles. Und ja, FDP offen für AKWs neuer Generation. Ja, die gleiche FDP, die zusammen mit den Grünen und der SPD den Atomausstieg der letzten drei deutschen AKWs durchgezogen hat. Und ich meine auch, die FDP war ja damals sogar mit Merkel 2011 in der Regierung und hat damals den Atomausstieg, oder? Und jetzt fällt ihnen offenbar ein, eigentlich wären so ein paar Atomkraftwerke doch nicht ganz so schlecht, ja? Und da denke ich mir, okay, vielleicht haben sie noch ein bisschen politisches Gespür und merken da wirklich, dass sie sich da gegenüber den Grünen und der SPD profilieren könnten, weil in 2 Jahren ist ja schon wieder Bundestagswahl und vielleicht hoffen sie irgendwie auf offene Regierung mit der CDU und können dann einfach sagen, hey, na, wir haben dann doch irgendwie noch versucht, in dieser Ampelregierung ein bisschen was zu retten. Aber ich meine, wie man sich so wenden kann, ja, erst die Dinge abzuschalten und plötzlich ist man dann doch offen für neue AKWs, was ich ja grundsätzlich ganz gut finde. Ja, zumindest kann man sich mit dieser Technik ja mal auseinandersetzen. Und ja, natürlich bei Lanz, da war natürlich, kannst du dir vorstellen, wie er reagiert hat. Und ja gut, aber für Scholz ist es natürlich, wie meinte er, ein totgetretenes Pferd. Und da redet man jetzt nicht mehr drüber. Also für Scholz ist die Sache durch. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube auch eher, das ist eher so ein politisches Kalkül, dass man das mal anspricht. Aber ich glaube, unter dieser Bundesregierung werden wir keine neuen AKWs mehr sehen. Ich glaube, das dauert ja auch ein bisschen, die überhaupt zu bauen und an das Netz zu bringen. Von daher will ich das mal als populistischen Vorschlag da von diesem Herrn Dürr bezeichnen. Aber ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, wo ich das heute gelesen habe zum Thema FDP. Bevor wir gleich zur AfD kommen, auch noch kurz ein Gedanke dazu. Ja, finde ich auch wichtig, das ab und zu erwähnen. Also diese Deindustrialisierung Deutschlands ist nicht von den Grünen gestartet worden, sondern wird eigentlich nur von ihnen vollendet. Es war tatsächlich wie so oft Mutti Merkel, die den Atomausstieg unter anderem damals anstieß, als angeblich, muss man ja dazu sagen, als Reaktion damals auf Fukushima. Das wurde ja im Endeffekt auch, das war ja auch so eine Nacht- und Nebelaktion, kann man sagen. Also, weißt du, du hattest ein Ereignis, das hat dann sozusagen zu einem Handeln gezwungen und es gab keine Debatte mehr darüber. Wir müssen jetzt, weil die Gefahr zu groß ist, sofort komplett aus der Atomkraft aussteigen. Und ja, das war wie so oft ein CDU-Merkel-Produkt damals in der Regierung mit der FDP. Ist auf jeden Fall gut, sich das immer mal wieder in Erinnerung zu holen. Viele sprechen ja vom Morgenthau-Plan, was das angeht. Das ist aber schon eine echt Verschwörungstheorie, weißt du, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade auch mal geguckt, aber tatsächlich hier sogar die Welt und wo habe ich das hier? Deutschlandfunk Fokus. Also der Begriff wird jetzt gerade in Zusammenhang mit der aktuellen Politik zum Teil sogar im Mainstream benutzt. Aber natürlich, was lese ich hier bei Fokus? Putin verwirklicht Morgentauplan, weil wir ja jetzt kein Gas mehr bekommen von Russland, was ja auch total an Russland liegt. Ja, ja, also es ergibt absolut Sinn, was der Fokus schreibt. Ja, na klar, weil die haben ja auch Nord Stream 2 gesprengt, die Russen, ist ja ganz offensichtlich, ne? Also jetzt, wo du das sagst, muss ich kurz das Thema ansprechen. Hast du mitbekommen, dass Tucker Carlson mittlerweile bei Twitter ist und diese großartigen Interviews führt mit Obama, mit Trump und so weiter? Es gibt Gerüchte, dass er auch an einem Interview mit Wladimir Putin dran ist. Okay, okay. Dass er da jetzt große Sachen macht, habe ich mitbekommen. Ja, ich finde nur ein bisschen, ich finde ihn auch ganz okay, aber der weiß natürlich, wie man Klicks generiert, ne? Also das hat er schon raus und ich glaube,
Der ist sich auch selbst am nächsten so. Und ich würde nicht immer alles so auf die Goldwaage legen, was er so von sich gibt. Aber er ist natürlich schon ein spannender Typ auf jeden Fall. Ja, aber hat er nicht Obama, sondern hat er nicht irgendeinen Typen gerade im Interview, der angeblich mit Obama geschlafen hat oder so? War das nicht so eine Geschichte? Ja, ich glaube, er hat Crack geraucht und Sex gehabt mit Barack Obama. Und ich meine, das klingt erstmal, weißt du, das ist schon so abgefahren, weil das ist halt bei Tucker Carlson, der war früher der absolute Boss-Host und Moderator bei Fox, dem wahrscheinlich größten privaten Nachrichtensender in den Vereinigten Staaten. Also es sind, ich sag dir Sven, es sind unfassbar verrückte Zeiten. Ja, es stimmt, dieses Interview kam vor ein paar Tagen raus oder gestern Abend, glaube ich, erst noch. Und ja, das Trump-Interview hatte, ich glaube, nach ein paar Stunden über 100 Millionen, dann irgendwann 260 Millionen. Ich habe dann irgendwann nicht mehr geschaut. 260 Millionen Klicks. Also wir reden hier von so Ausmaßen wie irgendwie große Fußballspiele oder irgendwelche Footballspiele. Das ist unfassbar. Und das Interview von Tucker Carlson mit Viktor Orban zum Beispiel, ich kann es dem Hörer noch mal ans Herz legen. Unfassbar gut, unfassbar dicht, auch schön gefilmt. Man lässt sich gegenseitig ausreden, also so schöne Gesprächskultur auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie du schon sagtest, ich traue Tucker Carlson auch nicht über den Weg irgendwie. Und der wird auch seine Agenda haben. Und Elon Musk irgendwie ist mir auch weiterhin suspekt mit seiner Plattform. Da soll es ja jetzt auch so eine Everything-App geben, wo alles über Twitter, weißt du, so dein Personalausweis, dein Führerschein und dein CO2-Zertifikat, alles über Twitter läuft. Ich habe es jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich bin da kein großer Fan von, dass es diese gigantischen Plattformen gibt. Aber klar, du kannst jetzt sagen, Orban ist irgendwie ein Rechtspopulist, aber auf der anderen Seite, was soll das bedeuten? Was soll das heißen, Rechtspopulist? Ich höre dem Typen zu und ich stimme ihm in 10 von 10 seiner Analysen komplett zu, Sven. Es ist Orban. unfassbar. Orban, ja. Habe ich gerade was anderes gesagt? Ja, ich dachte, sie war noch bei Tucker Carlson, aber Ja, ich, genau. das. Tucker Carlson hat das Gespräch geführt mit Orban und ich stimme Orban wirklich bei allem zu, wie er die Lage Europas beschreibt, die NATO, das Versagen der USA und der Strategie in Russland. Gegen Russland, die fehlenden Werte, das fehlende Fundament in den westlichen Gesellschaften, diese, ich sag jetzt mal, Degenerierung auch, was Werte angeht und so weiter. Das ist schon sehr interessant. Und ich meine, Ungarn ist wirklich kein Verbündeter Russlands. So, die stehen ziemlich genau in der Mitte. Das muss man sich immer wieder klar machen. Die haben auch nicht die beste Beziehung zu Russland in der Vergangenheit gehabt. Die machen einfach nur nicht diesen krassen Hardcore irgendwie NATO-Müll mit, so diese ganze Ausdehnung, diese ganze hier Angriff ist die beste Verteidigungsstrategie, das feiern die halt einfach nicht. Die sind echte Realpolitiker und wollen sich mit dem großen Nachbarn halt nicht verscherzen, so. Die haben halt noch ihre eigenen staatlichen Interessen und die haben hat die Bundesrepublik, ich wollte fast Deutschland sagen, die Bundesrepublik hat keine eigenen Interessen, außer eben diese demokratischen Werte und Freiheiten in die ganze Welt Zu zu tragen. bringen. Ja, So, stimmt. genau. Und ja, wo wir schon dabei sind bei NATO, ich glaube, die CDU fehlt uns noch und auch da war heute bei dieser Bundestagsdebatte. Die hat mich ja teilweise ein bisschen daran erinnert, ne, wenn man sich so ein bisschen mit Propaganda beschäftigt, was wir ja sehr oft hier machen, dann gibt es diese Scheindebatte, ja, wo du 4 Leute hast, die mehr oder weniger die gleiche Meinung haben, aber so tun, Ja. als ob sie ganz unterschiedlicher Meinung sind. Und natürlich kam mein Lieblings-CDU-Politiker Friedrich Merz heute. Ich hab noch mal ein bisschen gegoogelt, was er so in der Vergangenheit von sich gelassen hat. Vor 1,5 Jahren meinte er, also Ungeimpfte haben in Büros quasi überhaupt nichts mehr zu suchen. Ja, also Merz war auch bei Corona Fick dich, seine Friedrich Rolle Merz. sollte Fick man, dich, Friedrich Merz. genau, ja, sollte man definitiv nicht vergessen. Und ja, der gute Herr Scholz hat ja dieses tolle Sondervermögen. Ja, man kann es auch 100 Milliarden Steuergelder nennen, die uns da aus der Tasche gezogen werden. Das ist ja jetzt das Sondervermögen. Und Merz hat gesagt, das ist noch zu wenig, weil ja, die bösen Russen und so, vielleicht auch die bösen Chinesen. Man weiß ja nicht, was noch so kommt in den 20ern.
Und ja, er fordert noch mehr Geld für Ausrüstung. So, ne? Und Scholz ist dann so, ja, nee, brauchen wir nicht. Das läuft jetzt erstmal so. Und wir wissen ja alle, Merz, BlackRock und so, ne? Und er spielt schon seine Rolle auf jeden Fall. Und damit es dann auch schön klappt bei den nächsten Bundestagswahlen, Merz und die Grünen, das sehe ich schon kommen, ist das demnächst wird so und Ich bewundere deine Leidensfähigkeit manchmal, weil, also, dass du dich überhaupt mit dieser Personalie beschäftigst und du gibst dir auch tatsächlich manchmal noch die Tagesschau, hast du ja vorhin erzählt. Also echt Respekt, weil bei Merz, ich sehe seine Hackfresse so, dieser Typ ist einfach Mr. Burns für mich aus den Simpsons. Und das reicht eigentlich auch schon als Bestandsaufnahme, was Friedrich Merz angeht. Ich kann mir nicht einen Satz aus dem Mund dieses Menschen anhören, der ist für mich vollkommen irrelevant, irgendwie so ein seelenloser, irgendwie Finanzguru, BlackRock-Typ, der schon seit ich denken kann, irgendwie in dieser Politik mitmischt, immer mal wieder ausscheidet und dann wieder zurückkommt und so, ganz ekelhafter Typ irgendwie für mich persönlich. Ich meine, ich finde es halt deswegen interessant, wie er irgendwo versucht, zu Scholz als Konkurrent darzustellen, Auch sich als darzustellen, Sparkassenvorsitzender, ja. genau, und sie eigentlich beide mehr oder weniger, also Merkel, Merz ist ja noch transatlantischer als Scholz und das ist ja gar nicht so einfach. Ja, Und ja, ja. vom Profil her, also Scholz auch mit der ganzen Cum-Ex-Nummer und so und teilweise sind sie sich ja wirklich sehr ähnlich, auch in ihrer unfassbar arroganten Haltung. Und ich finde es halt spannend, wie sie sich noch versuchen, gegenseitig schauspielhaft voneinander abzugrenzen. So, und jeder weiß, ach komm, ihr seid eigentlich genau mehr oder weniger aus dem gleichen Schlag. Klar, Scholz war schon in den 80ern so richtiger Sozialist und Merz war mal richtig strammer Konservativer. Aber an den beiden Figuren kann man auch ganz gut erkennen, Stimmt. wie diese ganzen Parteien so Ja, ihr sich so Profil einander, verlieren. genau, ihr Profil verloren haben und sich alle so aneinander angeglichen haben und irgendwie versuchen, noch Differenzen zu betonen, die eigentlich kaum noch vorhanden sind. Also wie gesagt, CDU kannst du eigentlich auch relativ vergessen. Ne? Also zumindest mit so einer Spitze und diese Hoffnung, die ja viele in Merz gesetzt haben nach Merkel. Gut, also viel, viel schlimmer konnte es ja nicht mehr kommen, muss man sagen. Ne? Also Merkel hat ja die CDU voll entkernt, ja, und Merz hin und wieder haut da ja mal einen Spruch raus. Ich erinnere da an diese Pascha-Geschichte und so. Hin und wieder trifft er ja mal so, Ein trifft er ja blindes mal Huhn so. findet auch mal ein Korn, Ja, ja. danke. Oh, das war schon Gedankenübertragung. Siehst du, wir sind schon ein altes Ehepaar, mir ist Ja, nochmal kurz stimmt, wir eingefallen. Aber ich, vervollständigen die Sätze, ja. ja, das ist auch bei Paaren so. Nach 10 Jahren, siehst du, bei uns klappt das schon nach einem Jahr Einheitspodcast. Großartig. Genau. Ja, so viel zur CDU. Jetzt weiß ich gar nicht, was haben wir noch? Ja, AfD doch. hatten, Ich hatten oder habe hatten wir noch einen was? guten Bogen. Also, wir haben Ja. ja jetzt eigentlich ganz schönen roten Faden drin gehabt, auch weil, genau, es ist ja eigentlich so, die Parteien, die ehemaligen großen Parteien verlieren alle ihr Profil und eigentlich gibt es immer nur noch so diese großen Differenzen eben zwischen, ich sag mal, das eine Extrem sind natürlich die Grünen, das andere Extrem ist die AfD und die SPD, CDU, FDP, Linke sind irgendwie so eine Abstufung von den Grünen. Bei der einen oder anderen Frage vielleicht nicht ganz so radikal. Würde ich jetzt mal so ganz platt, Auf jeden so, Fall, ja. so, so, oder? Kann man fast so Ja, sagen, so. würde ich Und auch so dann ist sehen, halt ja. die Frage, ich wollte jetzt auch noch auf die Personalie Höcke vielleicht zum Abschluss eingehen, aber bevor wir da damit vielleicht enden, habe ich hier echt ein Ein sehr gutes schönes, Ende. schönes und passendes, ja, wie immer aufhören und rausgehen mit Höcke. Nee, habe ich hier gefunden, Oles Gambrax, den kennt bestimmt der ein oder andere, postete hier auf Twitter, habe ich gerade erst entdeckt, ein Bild und da laufen zwei Frauen Hand in Hand und beide tragen so ein Schild und es steht halt links, ich bin ungeimpft und rechts, ich bin geimpft und die beiden laufen eben bei so einer Demonstration Hand in Hand und drunter steht, Together we stand for choice, also wir stehen beide für die Wahlfreiheit irgendwie, die eine geimpft, die andere ungeimpft und der Text dazu von Oles Gambrax. Wir können die Spaltung überwinden, wenn wir es möchten. Dazu ein Gedanke von Paul Schreier, wiederum auf den er dann verweist, den man eigentlich gar nicht aussprechen darf.
Anmerkung Paul Schreier zum ARD-Deutschland-Trend. Auf Seite 17 findet sich die Information, dass 83% der Befragten der Ansicht sind, der Wohlstand in Deutschland sei ungerecht verteilt. Am höchsten ist die Zustimmung zu dieser Frage bei Anhängern von zwei Parteien, der AfD mit 89% und der Grünen mit 91%. Also gerade den beiden, die bei fast allen anderen Themen Gegenpole bilden. Also bei der Frage, ist der Wohlstand ungerecht verteilt? Die größte Zustimmung AfD und Grüne. Wer etwas gegen die Spaltung des Landes unternehmen will, der sollte also dieses Thema ganz oben auf die Agenda setzen. Darüber wäre am ehesten eine Versöhnung der verfeindeten Lager möglich. Aber das ist dann wohl eine verbotene Querfront, woraus folgt, eine Versöhnung ist gar nicht erlaubt. Einer muss verlieren. So lautet ja auch weiterhin das Dogma im Ukraine-Krieg. Alter, großartig, oder? Ja. Super beobachtet. Ich finde sehr versöhnliche Worte irgendwie von Paul Schreier, sehr versöhnliche Beobachtung und gleichzeitig ja diese traurige Realität. Genau die Themen, auf die man sich einigen könnte und das Thema liegt ja auf der Hand. Ja, gerade jetzt mit Inflation und dem ganzen Benzin- und Gas- und Stromthema. Es ist ja eigentlich immer noch die Wohlstandsfrage und die Verarmungsfrage eher. Und das ist aber halt nicht gewollt, hat man ja gesehen. Letztes Jahr heißer Herbst, wir haben auch darüber viel gesprochen. Wenn dann irgendwie Kompaktmagazin und Anselm Lenz und so, wenn die dann zusammen auf einer Gysi-Demo sind, und man könnte sich eigentlich thematisch auf einiges einigen, dann grenzt sich halt dann die Linke und alle und wie auch immer voneinander ab. Also ja, das ist super krass. Grenzen sich voneinander ab, du weißt, was ich meine. Also machen klar, dass sie mit dem anderen nichts zu tun haben wollen und so weiter. Und das ist ja so ein bisschen so ein Widerspruch, weil wir ja die Angleichung von der Parteienlandschaft, die haben wir ja vor uns sozusagen Ja. konstatiert. Und also die Parteien werden immer ähnlicher, aber die Wählerschaft ist immer gespaltener. Das ist ja so ein bisschen, klingt zumindest erstmal widersprüchlich auf jeden Fall, ne? Kann man mal drüber nachdenken, warum das so ist. Und ich dachte mir gerade so, in den 20er Jahren, weiß ich nicht, da hat eine SPD damals noch wirklich Hunderttausende mobilisieren können oder auch von mir aus eine KPD. Und heute mobilisiert gar keiner mehr. Ja, heute kannst du die Leute vielleicht noch beim Thema Klima mobilisieren oder so Ja, ja. mit ganz viel Propaganda. Oder wenn CSD ist, der ist ja gefühlt das ganze Jahr. Ich bin immer Ja. in irgendeiner Stadt, Ja. gerade wo CSD ist und ich denke, Ja. boah, ist das das ganze Jahr? Ja. Und das sind so heute die Themen, aber eben bei dieser materiellen Nummer, irgendwie klappt das dann nicht mehr. Da traut sich irgendwie keiner mehr, das Maul aufzumachen, muss ich mal so Ja, sagen. das Thema ist fast schon so unsexy, ne? Also, Genau, ja. wenn du nicht über Klima oder Gender redest, sondern irgendwie über die Verteilung von Wohlstand und die immer noch die Tatsache, dass irgendwie halt 5% so viel besitzen wie die anderen 95, was natürlich an Relevanzen noch nie abgenommen hat, diese Verwerfung, dann ja, hört dir eigentlich kein Schwein zu. So. Und das Thema wird von der Linken ja sowieso nicht besetzt. Von der AfD eigentlich auch nicht so richtig, vielleicht auch so ein kleines bisschen so, wir sind so ein bisschen die Stimme des Volkes, wenn überhaupt. Aber ja, da fällt mir auch noch kurz ein, zur AfD vielleicht auch zum Abschluss. Also, naja, wir wissen ja beide, was die Gründung einer, nennen wir sie einfach mal Wagenknecht-Partei, erstmal bedeuten würde. Ich denke, es würden ganz viele unzufriedene Wähler von der AfD abwandern, weil sie eigentlich die AfD gar nicht wählen wollen. Sie sehen die nur als so eine Art einzige Alternative. So heißt sie ja auch schon, die Alternative für Deutschland, aber sind dann froh, dass sie von diesem ja rechten Stigma so ein bisschen abrücken können und gehen dann halt zur Wagenknecht. Das heißt, es wird die AfD in der Mitte zerteilen. Oder halt vielleicht irgendwo zumindest in der Nähe der Mitte. So, und dann ist halt die Frage, wie reagiert die AfD? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wird sie eher strenger, konservativer und geht in Richtung des Höcke-Flügels, um ein stärkeres Profil zu haben und sich wiederum von Wagenknecht abzugrenzen? So, ich hoffe, man kann mir folgen. Oder wird halt selbst auch wieder so aufgeweicht und merkt, dass sie irgendwie so volksnäher und gesellschaftstauglicher werden muss und schmeißt halt Höcke final raus, weil ich kenne ganz viele Menschen in meinem direkten Bekanntenkreis, die sagen halt, ich würde die AfD wählen, wenn es den Höcke-Flügel nicht gäbe. Der ist mir einfach zu krass. Der Typ ist auf jeden Fall, steht im Verdacht,
mit dem Nationalsozialismus vielleicht zumindest ja, auf gutem Fuße zu stehen bei der einen oder anderen Frage. Das ist natürlich eine sehr gute, das ist so die Art Gretchenfrage zum Abschluss. Jetzt hier um 21:57 Uhr. Wir nehmen nämlich heute abends auf, das haben wir noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob das so eine coole Idee war. Wir werden es merken. Ich glaube, man muss sich halt die Frage stellen, wie viel, ich glaube, dass auch viele Wähler in letzter Zeit die AfD gerade wählen, wegen auch ihrer Inhalte und vielleicht auch wegen so Leuten wie Höcke oder diesen Flügel. Das muss man auch sehen, weil beispielsweise gibt es ja die NPD einfach nicht mehr und Ja. Leute, also diese ganzen Bilderbuch-Nazis, die, ich weiß nicht, man sieht die nicht so, aber das Gedanken, gut, ist auf jeden Fall noch da. Also, ne? Und ist klar, dass die AfD wählen. Also ich glaube, mit der Wagenknecht-Partei, ja, das ist wirklich die große Preisfrage. Aber ich glaube, die AfD würde sich wahrscheinlich weiter radikalisieren. So. Aber das ist, kann man eine Münze werfen, so. Aber ich meine, für was steht denn Wagenknecht? Da gibt es ja eben viele, viele Überschneidungen, ja. Und da muss eben die AfD natürlich Alleinstellungsmerkmale aufbauen, so, dass sie nicht zu viele Wähler verlieren. Und ich meine, was auch klar ist, dass die Wagenknecht-Partei nicht mit der AfD koalieren würde. Das ist, glaube ich, klar. Und daher muss sich die AfD definitiv was einfallen lassen. Und was ich auch schon gesehen habe, dass bestimmte Medien, ich weiß nicht, ob es Frankfurter Rundschau war oder irgendwas, ich bin mir nicht mehr sicher, aber langsam freuen sich ein paar Leute auch in den etablierten Medien auf die Wagenknecht-Partei, genau aus dem Grund, weil die AfD dann Probleme bekommt. Das ist natürlich auch eine interessante Stimmt, Geschichte. stimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man könnte ja jetzt. Ja, nee, ich will jetzt nicht den Aluhut noch tiefer aufsetzen, so, aber natürlich könnte man sich überlegen, ja, die AfD steht in manchen Bundesländern kurz vor den 40% so gefühlt, dass dann so eine Wagenknecht-Partei irgendwie halt dieses Momentum jetzt erstmal verhindert, dass es da wirklich bei der nächsten Landtagswahl, ja, ist eigentlich eine interessante Überlegung, dass es da bei der nächsten Landtagswahl tatsächlich vielleicht so in die Richtung absolute Mehrheit kippen könnte, dass das natürlich eigentlich kommt sie ja für die AfD sowas von ungelegen und auf eine gewisse Art und Weise ist ja auch dieser politische Widerstand, den wir ja, glaube ich, beide durchaus unterstützen, der ja notwendig ist und sich nun mal, wenn überhaupt irgendwo, wenn wir uns mal aufs Parteienspektrum beschränken, entweder halt in der Wagenknecht-Partei oder in der AfD irgendwie abbilden, dann zersprengt es ja diesen Widerstand wieder noch mehr und spaltet den wieder und nimmt ihm die Schlagkraft. Also ja, ist alles nicht ganz so einfach. Wie gesagt, ich habe da auch keine klaren Meinungen zu. Ich bin generell natürlich überzeugter Nichtwähler. Selbstverständlich. Leute, ihr kennt mich. Okay, auf Und jeden vielleicht Fall. noch, Ja. sorry, ein Satz noch dazu. Es ist natürlich die AfD würde vielleicht irgendwann mal, zum Beispiel in Sachsen oder Thüringen, kann ich mir vorstellen, dass sie mit einer CDU regieren würde. Genau, So. dafür müsste aber Ja? auf jeden Fall diese Trennung von dem Höcke-Lager kommen, da bin ich mir 100% sicher. Die müssten mal irgendwann einen Cut machen und sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie, wobei sie ist ja eher radikaler geworden in den letzten 2, 3 Jahren. Also Meuthen zum Beispiel ist ja gegangen, weil es den rechten Flügel gibt und weil dem kein Einhalt geboten wird. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum das Ruder jetzt in die andere Richtung schwenken soll, wo sie sich ja eher ein rechtskonservatives Profil geben müssten, wenn die Wagenknecht-Partei jetzt auch noch dazu kommt. Ich weiß nicht, Ja, ob du verstehst, was aber, ich meine. mit der Höcke nochmal, ich meine, guck dir mal diese MDR-Sommerinterviews an bei YouTube mit Höcke. Auch das letzte war relativ interessant. Sie drehen ihn ja ständig, der eine Herr da, wie heißt der Moderator? Ich komme gerade nicht drauf, also den Höcke ständig das Wort im Munde Ja. oben so, ja, und machen da riesen Themen draus. Guck dir einfach mal die Klickzahlen an von den Interviews mit Höcke als AfD-Politiker in Thüringen und guck dir die Klickzahlen an von, weiß ich nicht, Kemmerich kennt man auch, FDP, aber den anderen Politikern in Thüringen auch in diesem Format so. Und da hat Höcke irgendwie 10-mal so viele als alle anderen Politiker. Also er ist schon ja, ein wichtiger Teil der AfD und ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen werden. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube eher, dass sich sogar Höcke ein bisschen Richtung Mainstream bewegt, Okay. wenn Machtoptionen da sind, so. Aber ich Aber das ist glaube, dann ehrlich, Höcke man. ist nicht rehabilitierbar, weißt du das? Der ist so einer wie Xavier Naidoo, so der füllt nicht mehr die Porsche-Arena, so.
Echt, ist Naidoo nicht mehr, bin ich nicht so ganz drin mehr. Okay, nee, der ist nicht rehabilitierbar. Nee. Okay. Also der ist, glaube ich, in der Versenkung, aber das Fass können wir nicht mehr aufmachen. Nee, auf gar keinen Fall. Aber auf jeden Fall noch, was ich sagen wollte, so wie gesagt, die AfD hat ja die Option, irgendwie vielleicht mal mit der CDU was zu reißen, aber eine Wagenknecht-Partei, ja, mit wem wollen die denn mal was reißen, so? Die können ja nicht mit SPD oder mit der alten Linken. Mit der Linken? Ja. Geil. Die können ja nichts machen. So, ja. Also die haben eigentlich, das wird schwierig auf jeden Fall. Ne? Deswegen dürfen sie sich auch auf gar keinen Fall Wagenknecht-Partei nennen, sondern es muss ja dann, wenn auch eine Partei sein, die irgendwann mal anschlussfähig für eine Koalition ist, wenn das auf mehrere Jahre gedacht ist, das Projekt, ja. Und das wird es ja sein, die werden sich ja nicht gründen und seit 2 Jahren irgendwie da in die Hose machen wegen ihrer Parteigründung, um dann ein halbes Jahr so als Protestpartei durchzugehen. Da gehe ich mal stark von aus. Und ich denke, wenn sie sich das nochmal antut, sie hat ja ein bisschen aus diesem Flop mit Aufstehen 2018 gelernt, hoffe ich, ist da ein bisschen besser vorbereitet. Wir werden es einfach sehen. So, auf jeden Fall gibt es große Repräsentationslücken in der bundesdeutschen Parteienlandschaft. Und ja. Also ich glaube, diesbezüglich werden wir wirklich, zumal ja auch in Bayern und in Hessen auch, ne, die Landtagswahlen jetzt anstehen, werden wir schon einen heißen Herbst erleben. Also diesmal wirklich. Diesmal wirklich. Ja, auf jeden Fall wird das Parteienspektrum bunter. Es wird interessant. Ich denke auch, wir hatten jetzt wirklich ein leichtes Sommerloch, muss ich doch zugeben. Also wir leben in den interessantesten Zeiten aller Zeiten einerseits. Und es gibt viele Krisenherde, es gibt multiple Krisen und so weiter. Das haben wir auch wieder ausführlich heute festgestellt. Aber man merkt schon, also wenn jetzt nicht gerade Olaf Scholz beim Joggen auf die Fresse fällt, so, dann hat man schon manchmal das Gefühl, es gab jetzt auch ein paar trübe Tage und ein bisschen ereignislosere. Und deswegen denke ich auf jeden Fall, diese Parteigründung, die jetzt wohl bald im Haus steht? Wie zur Hölle sagt man das? So zu viel Einheitspodcast-Sekt schon getrunken während der Folge oder Sternburg? Die oder bald vor der Tür steht, sage ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber, wird doch mal wieder ein bisschen was Leben in die Bude bringen. Und das war heute auf jeden Fall ein wilder Ritt. Eine politische Bestandsaufnahme nach der Sommerpause fand ich ganz frisch und entspannt, hier mal so ein bisschen durch die ganzen Parteien zu hüpfen, den ein oder anderen Kommentar abzugeben, eine kleine Prognose vielleicht dazulassen. Und wie hat dir diese Lagebesprechung hier gefallen? Gut, ich bin eher auf die Reaktionen der Zuschauer gespannt. Und vielleicht irgendwie, wir haben immer viele Ideen für Gäste, aber vielleicht habt ihr ja auch mal noch eine Idee, liebe Zuhörer, wen wir doch mal ansprechen könnten, wen wir hier mal einladen könnten. Auf jeden Fall in der nächsten Folge haben wir wieder einen Gast. Das war hier heute ein bisschen unsere individuelle Jubiläumsfolge sozusagen. Und wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, Anregungen. Wir freuen uns auf jeden Fall, was ihr so zu der ganzen Sache meint. Genau, und den Sekt mache ich mir natürlich jetzt erst auf, weil wir beide stoßen natürlich noch an. Wir haben ein Jahr Einheitspodcast, 17 Folgen. Die meisten Podcasts hören, glaube ich, vor der 8. Folge auf oder sowas habe ich mal gelesen. Also da sind wir quasi schon alte Knacker. Ja, und, uralt. Genau, jetzt auch genug mit der Lobhudelei. Wir sehen uns in 2 Wochen, liebe Zuhörer, und alles Gute. Bis bald, bleibt uns gewogen und ciao Sven. Macht es gut, tschüss Aaron. Peace.